sehr viele böse Fallen. Und wir haben ja auch noch zwei Queste. So, gucken wir erstmal vorsichtig hier rein. Okay, hier drin sind wieder untote Grolme. Oh, aber kleine Horde sogar von ihnen. Ja! Mein Atem geht ruhig. Sanyasa Pegra. Ja. Du hast keine Munition, dann nimmst du mal die hier. Sie den Höhenvorteil ausnutzen. Mein Atem geht ruhig. Sturm über Wasser. Na klar. Ha! Ja! Okay, ein Grolm wir da oben unsere Fernkämpfer angreifen. Zwei Grolme. Ja! Jetzt wird's ernst. Candidus! Sanya! Lass das mal vorher machen. So. So, aus dem Grolm ist mal wieder ein Geist gekommen. Folgt mir. Sprich von. So, da ist auch wieder ein Grolmgeist erschienen. Oh, Blitz dich, Find. Und ja, ich glaube, Clarum Purum geht schneller. Yandra Aikara. Saranar Ayola. So, Dietriche, Knauf und Schmiedehammer. Okay, die tragen alle Schmiedehämmer mit sich rum. Aufgepasst. Lass das mal Vorgriff machen. Und jede Menge Schmiederessourcen. So, mal gucken. Da unten waren auf jeden Fall noch Kisten mit Rohstoffen. Und eine verschlossene Truhe. Ah. Mein Ding. Zwei Steineiche. Was haben wir hier drin? Das bin ich. Zwei Dietriche, jede Menge Blattgold. Zwergenstahl. Hier oben noch was? Mal kurz gucken. Nein, hier ist nichts. Okay. Und noch mehr Stahl und Gold.
Also wir sind gerade in den Zwergenräumen. Die scheinen auch nicht groß zu sein. Das ist ein Zwerg, der einen Gräum aufgespießt hat. Und ein Gräum, der einen Zwerg aufgespießt hat. Würde ich mal so tippen. Makabere, aber nette Details. Hi. Ihr seid zum Glück nur zu dritt. Okay, ihr seid zu viert. Na klar, Thorax. Kohle, Schmiedehammer. Mein Atem geht ruhig. Du kannst das Gift wegmachen. Nur ein Schmiedehammer. Dietrich und Schmiedehammer. Eine Brandfalle. Oh, hier ist eine Geheimwand. Einfach nur eine Wand. Gucken wir erstmal hier weiter. Der Kopf sieht nicht nett aus. Der sieht, glaube ich, von Gräumen, wurde, glaube ich, von Gräumen verunstaltet. Ah, Feuergeister. Hä, Teleporterraum? Okay, Feuergeister. Hier will ich erstmal noch nicht lang. Hier sind die Feuergeister aber wenigstens irgendwie da. Schatzkammer? Schatzkammer, ha. Okay. Ich versuche mein Bestes. Der tolle Schatz ist bis jetzt zwei Steineiche. Okay, Brandfalle. Okay, Falle entschärfen misslungen. Na klar. Noch mehr Steineiche. So, hat das Schlösserknacken geklappt? Ja. Felsspalter, Kugeln murmeln, okay. Zweihandwaffe ist der Felsspalter leider. Kettenhelm, ist nicht so besonders. Aber ja, Feldspalte ist für mich eine besondere Waffe. Von daher kriegt ihr mal Gladys zum Verwahren, dass wir den dann wegpacken können.
Das war eine nette kleine Schatzkammer. War wahrscheinlich schon geplündert. Im Großen und Ganzen. So, jetzt heißt es, sich wieder mit Feuerelementaren rumprügeln. Also Feuergeistern. So, kannst du ja alles an mir verballern. Ich halte da mehr aus als die anderen. Aufgepasst! Sprich, Freund. Na klar. Ja. Du heil mich trotzdem aber mal. Bandidos. Okay. Sanja. Achso, da steht noch einer. Hehe. Folgt mir, Zerit. Zerit. Ich versuche mein Bestes. Sanja. Okay, du heil dich mal selber. Oder auch nicht. Die Viecher sind flink. Muss man ja schon sagen. Ja, Faulkner, du kannst auch weiter angreifen. So. Sprich, Freund. Dezeption. Das bin ich. Furax. So, hochheilen wieder. Und dann hoffen wir, dass es nicht gleich schon wieder Feuerelementare gibt. So, Giftpilze, wie auch immer man die entschärft. Okay, untote Grolme, die sind jetzt nicht so wild. Wie man merkt. Komm schon, Zeritus. So. Alles klar. Dietriche, Kohle und Schmiedehammer. Metallteile und Schmiedehammer.
Diamantstab und Schmiedehammer. Okay, das hier scheint auch kein so großes Gebiet zu sein, mal wieder.